So, liebe Leute, ich habe gerade festgestellt, ich musste die zwei letzten Folgen nachvertonen. Wir haben inzwischen schon Tag 2 erreicht und ja, wir haben den Krieg erklärt an Kaukasus, an Ukraine und die Ukraine reagiert Gott sei Dank noch nicht. Der Kaukasus allerdings greift uns hier mit massiven Truppen an. Gar nicht mal so schlecht dafür, dass er zu Hause alles verliert. Und nichts verteidigt, was mich nicht wundert, ja, weil der hier solche Moves macht. Ich meine, ich habe jetzt hier ein paar Sachen schnell zusammengezogen. Zur Verteidigung allerdings wird das nicht reichen, wahrscheinlich, ne? Ich habe hier scheinbar ein Flugfeld gebaut, das habe ich ganz vergessen. Hier die Artis sind demnächst in Stellung in 15 Minuten. In Leningrad steht auch noch was, das heißt, muss ich auch niederbomben und hier sind weiter auf dem Vormarsch Richtung Finnland. Leider hat Schweden inzwischen Oulu geholt. Wahrscheinlich ist die Provinz hier revoltiert, wenn ich das so richtig sehe. Er hat hier noch vorher noch so einen einzelnen People, in was nur noch zu 5% Moral gehabt hat oder Trefferpunkte gehabt hat, hier gegen die KI geschickt. Also Finnland ist wahrscheinlich weg. Wir haben noch Moskau vom Tageswechsel geholt. Dadurch waren alle Provinzen befriedet. Und wir sind jetzt weiter auf dem Vormarsch und wollen jetzt auch Minsk hier holen. Und also das Polatsk. Genau. Ich wurde in der Koalition eingeladen, zusammen mit Türkei und Rumänien. Da die Nacht ja sich nähert, habe ich gedacht, okay, bevor wir jetzt hier heute Nacht alles verlieren, werde ich das mal riskieren und werde mal mit den zwei People hier in eine Koalition gehen. Und ja, besser als nix, ne? Dann haben wir wenigstens ein bisschen Sicherheit hier unten und wir werden uns hier oben versuchen, das zu verteidigen. Ich habe hier einen leichten Panzerregiment vergessen und gerade eben ist das Panzerwagenregiment fertig geworden. Ist mir das aufgefallen, dass die beide da rumstehen. Und da habe ich gedacht, okay, perfekt. Und das Schlachtflugzeug ist auch fertig geworden. Die wird hier auch demnächst hier schon mal die People hier angreifen. Die drei normale Flugzeuge, also Jäger, werden hier die hier angreifen. Das ist natürlich nicht optimal so, aber was soll der Geiz? Jetzt hängt das hier, was ist das? Ja, besser als nichts. Und dann können die hier das leichte Panzerregiment und Panzerwagen reinkrachen. Und hier die Arti wird die auch noch beschießen. Und ja, schauen wir mal. Hier muss ich noch warten, bis die Arti dabei ist, beziehungsweise ready ist, bevor ich der Ukrainer hier angreife. Ich kann ja schon mal hier den einen People weiter nach unten ziehen. Und die Art, die man in die Stadt reinziehen und das Lackregiment auch. Ich wollte eigentlich hier noch einen Panzerwagen hier hinschicken, aber dadurch, dass der ja, Kollege hier aus Kaukasus hier so einen Move macht hier und uns über die KI-Grenze hinweg angreift, was ist das denn hier eigentlich? Das ist noch die KI. Okay, da hat die Stadt Stalingrad übrig gelassen von der KI. Ja, sehr nett von dem leider, hat aber scheinbar die Hauptstadt schon erobert und zwar Voronesch. Aber das macht ja nichts. Wir werden jetzt mal hier auch ein bisschen aufräumen, hier im Hinterland. Und oh, in Minsk stehen Truppen. Okay, dann muss man schauen, wie stark die sind, ob wir die angreifen können. Was ist jetzt in Polatsk? Ist jetzt erobert worden. Dann werde ich die vielleicht auch mal nach unten schicken. Dann werden wir in die Zange nehmen und dann dort angreifen. Der Pole hat bis jetzt noch gar nichts gemacht, wenn ich das richtig sehe. Scheint inaktiv zu sein. Vielleicht nachdem seine People hier. Okay, der Rumäne ist auch beigejoint. Das sollte hier so eine Koalition zwischen uns dreien sein. Der Rumäne läuft hier auch den Ukrainer auf. Wir auch. Allerdings haben wir von der Ukraine leider nicht viel gekriegt. Macht nichts. Soll der Rumäne hier aufräumen und das erobern. Das ist alles cool. Ja, was ist hier eigentlich? Okay. Das habe ich schon geholt. Brauchst du nicht mehr zu holen, mein Jung. Dann holen wir vielleicht hier noch die Provinz. Dann haben wir einen Panzerwagen hier auch am Start, als Verteidigung, falls irgendwas sein sollte. Kotzen da oben aus. Wir bewegen uns weiter Richtung Joensuu. Joensuu? Ja, weiß ich nicht, ist ja wurscht. Ja, hier ist noch ein Panzerwagen unterwegs, sehe ich gerade. Der könnte aber, wie gesagt, auch mal hier hinkommen, um zu schauen, ob wir da eventuell Verteidigung brauchen. Wobei, ich könnte die hier wahrscheinlich zu Hause besser gebrauchen, ne? Eieiei. Hätte das schon viel früher schnallen müssen, dass hier ein Panzerwagen fertig ist, habe ich nicht darauf geachtet. Auf dem Markt haben wir ganz gut gehandelt. Wir haben wieder 36.000 Geld und auch ein bisschen an Ressourcen übrig. Guck nochmal ganz kurz nochmal drauf.
Ja, hier ist ein bisschen günstige seltene Materialien und auch ein bisschen günstiges Öl, leider nur ganz wenig. Besser als nichts. Wir wurden hier leider unterboten, überall. Hier auch überall. Lassen wir erstmal noch so, bis wir die Ressourcen brauchen, dann kann ich es immer noch abbrechen. Ja, und hier wird es bald in 13 Minuten so richtige fette Schlacht hier geben. Wir haben hier 6,5 Death Blues und er hat 16,3 Attack. Die Arti soll aber auch mit draufballern, die soll mal ein bisschen vielleicht näher kommen, damit die schneller schießen kann. Und die Flugzeuge, die greifen schon an scheinbar. Ja. Oh, jetzt hat er sie aufgeteilt und er schickt irgendwas wieder weg. Ja, das ist ja noch besser. Sollen die 7 Infanteristen da angreifen, die verliert er. Und die anderen People, die ziehen sich wieder nach Süden. Das ist für mich okay. Ich hole mit Tambor währenddessen und versuche hier ein bisschen zu verteidigen, wenn ich hier. Ach, wobei, das wird nicht klappen. Die Ukraine hat hier aber auch nicht weniger People. Ja, das wird schon langsam ein bisschen haarig, weil wir zu viele Fronten haben. Schauen wir mal. Die Provinz werden wir hier verlieren. Definitiv. Aber da kommen schon People nach und das Schlachtflugzeug. Oh! Wir hatten das so viel verloren, das Schlachtflugzeug. Der ist doch. Ah, der ist nicht gegen die hier gedacht. Deswegen. Der ist ja eher gegen. Sagt schon, gegen Panzer und so weiter gedacht, ne? Und hier ist eine Luftabwehr drin. Eieiei, okay. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst, okay. Und das Flugzeugchen muss hier auch aufpassen, weil da ist nämlich auch eine Panzerabwehr drin. Eine Luftabwehr drin. Eieiei, Leute, ich bin ein bisschen blöd. Ich hab den hier fast. Vernichtet hier. Warte jetzt mal, da muss ich das Flugzeug ein bisschen wegziehen. Wenn ich die Stadt hier verliere, dann ist es so. Aber naja, das ist ja wichtig. So, dann würde ich mal sagen, werde ich in der nächsten Folge wieder aufnehmen, wenn wieder ein bisschen Action ist. Wir landen hier übrigens in Finnland währenddessen schon mal und werden versuchen, hier Cola zu nehmen und ein bisschen vielleicht Murmansk, wenn wir das schaffen. Schauen wir mal. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Macht es gut und. Achso, die Zeitung wollte ja nur ganz kurz gucken. Statistik technisch sind wir auf Platz 2 bei den führenden Industrienationen und bei den Nationen allgemein sind wir auf Platz 3 hinter Rumänien, Türkei und wir. Das heißt, wir sind sogar die drei größten in der Welt, die in der Koalition drin sind. Ja, sehr wunderbar. Ja, infrastrukturmäßig habe ich auch ein bisschen ausgebaut, dass die Wege ein bisschen verkürzt werden. Allerdings, hier habe ich leider keine gebaut. Ich depp. Jetzt werde ich vielleicht eventuell zu spät kommen, aber wir werden schauen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Also bis gleich. Ciao.